So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Spiel gegen den SC Paderborn. Und wir machen heute weiter in der Liga natürlich. Heute ist der Tabellenvierter zu Gast und der nächste große Schritt in Richtung Aufstieg oder in die Richtung Aufstieg kann verfolgen. Kann erfolgen. So rum ist es richtig. So, okay, gehen wir rein. Und ja, den Dank an denjenigen, der mir unter mein Video geschrieben hat, dass ich in Richtung realistische Transfer gehe. Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Plan. So, mal gucken, wie gesagt, was wir in der neuen Saison sind. Der nächste, einige andere Spieler sind ja ein bisschen so im Kontakt mit wem, wenn man so holen könnte. Mal gucken, was wir machen. So. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Machen wir das doch. Es stimmt nicht ganz wirklich, aber okay. Das sind vielleicht Ligaspiele, ich weiß es halt nicht. Wir gehen auf langfristiger Folge gekommen. Wichtig ist es, um mal den Aufstieg oder den nächsten Schritt Richtung Aufstieg klar zu machen. Stimmt, das Hinspiel 3 zu 7, ja. Einmal gewinnen, kann auch zweimal gewinnen, ja. Danke. Und der nächste Gegner ist Atletico Madrid in der nächsten Runde. Für heute haben wir es. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. So, gucken wir mal nach. Wir haben noch eine tolle Nachricht bekommen. Unsere Ziele sind gefährdet. Ja, das interessiert mich unsere Ziele. Oh, maximal aktuelle Steigerung 229%. Das ist immer ein bisschen hoch. Wenn wir deinen Weizwert über Fehlerverkauf und Wettbewerbspreisgeld da um 10%. Na ja, gut, müssen wir mal gucken, wie gesagt. Den Pokal sind wir ja leider raus. Aber. So. Naja. Gut, nächstes Spiel Paderborn. Spieltag Nummer 27 in der Saison steht an. Wir können, müssen wieder ein bisschen durchwechseln. Wegen, aufgrund von Fitnessproblemen, was heißt Fitnessprobleme, sind einige Spieler mittlerweile echt platt. Gut, das heißt, wir werden wieder ein bisschen was durchwechseln müssen. So, Robin Hack, dann Sechser mal neu setzen. Ja, passt. Doch, auf geht's. Okay, los geht's. Spiel, wie gesagt, Nummer 27. Heute ist der Tabellenvierter zu Gast. Oder, nee, ich bin zu Hause, soweit ich das richtig im Kopf habe. So, das Ganze jetzt nochmal gegen zwei Spieler. Boah, Alter. Wir sind 20.000 Punkte drin und wir sind Zweiter. Aber egal. Okay, gehen wir rein ins Spiel. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Wir spielen auswärts in Paderborn. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel. Es ist leider ein ziemlich verregnetes Spiel. Es ist ein nasser Tag. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. SC Paderborn
gegen Schalke 04. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten. 100 Tore haben wir schon geschossen. Doppelt so viel wie der Tabellenzweite Union. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. So, geht es gleich los. Und jetzt bekommen wir hier die Aufstellung der Paderborner eingeblendet. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. So, und jetzt unsere Aufstellung. Ein bisschen was geändert hat sich. Offensiv an 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Ich musste ein bisschen durchwechseln. Kolasinac ist heute nicht im Kader. Aber das hat nur wirklich einfach Fitnessgründe. Der Ball ist freigegeben. Nicht irgendwelche taktischen Gründe oder sonst irgendwas, sonst würde er ja heute gespielt. Es hat wirklich nur einfach Fitnessgründe, dass man da jetzt nicht ausruhen kann. Weil die nächsten Spiele werden nicht ganz einfach. Wie gesagt, der Gegner in der Europa League ist aber Atletico. Und da brauche ich eine wirklich topfitte Mannschaft, um das hinzubekommen. Und das hat deswegen auch gerade gegen Tottenham so gut geklappt. Weil die Jungs einfach fit waren. Nach dem Durchwechseln in der Runde zuvor. So, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt als nächstes Paderborn. Voll in diesen Zweikampf. Gibt. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Dragovic. Amate. So, einfach mal ein bisschen mit. Gib mal Gas. Schön durchgesetzt, Krüger. Schön befreit. Das war natürlich nicht schnell genug, nicht praktisch die Dings. Natürlich gut die Flanke. Sebastian Vassiliadis. Vassiliadis, der in der reellen Liga, glaube ich, nächstes Jahr zum HSV, glaube ich, wechselt. Schön. Kein Foul. Resolut, aber es hat funktioniert. Das ist natürlich eine enorm Hecke. Aufwendige, eine enorm kraftraubende Strategie. Hecke, Paderborn. Hinspiel, wie gesagt, 7-3 für uns in meinem Spiel. Mal gucken, wie es heute wird. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. So, jetzt gib ihm. Aber Wolf, das Wetter kann man kein Abseits, das war nämlich eigene Hälfte. Jetzt ist er auf und davor macht er das Tor. Gefährlich, immer noch. Also, schöner Konter. Ich erinnere mich immer an die Ligaspiel gegen die Bayern aus Bayern 2, gegen die Amateure in der letzten Saison. Da haben sie nämlich auch mit zwei Ecken ausgekontert. Ja, es war bis kein Absatz, wie gesagt, da stand Kubilanski nämlich in der eigenen Hälfte. Zwar näher zum Tor als der Abwehrspieler, wie gesagt, eigene Hälfte und damit war es Absatz aufgehoben und damit konnten wir auch das Führungstor erzielen. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Gut abgefangen und dann passt das 27. Tor in dieser Saison. Übrigens, wie ich das tatsächlich schon gelesen habe in der Zeitung, sind die Schalker tatsächlich für die neue Saison an drei Spielern dran. Klar, unter anderem hat Terodde, wirklich Terodde, ja, bin ich ja ziemlich froh darüber, wenn sie wirklich kriegen sollten, weil der weiß gerade, wo Liga 2 das Tor steht. Und unter anderem an Dursun von Darmstadt 98 und an Serdar Karaman von Fortuna Düsseldorf. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, da... Und da gab es den Taraguchi, soll vielleicht noch kommen, von Hannover 96, also da sollte, da dürfte sich in der, der Sommerpause definitiv noch... passieren. Kubilanski. Und der hat mal freie Bahn und haut das Ding um. Humor aus in den Kinnick. 2-0. 26. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten. Jo, kann sich an dem Abwehrspieler da durchsetzen und hat dann sowas von freie Bahn. Aber nichts zu halten mit dem Keeper. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen.
Ah, da war 0 zu halten. Die passt nämlich genau oben rein in den Knick. Und für ihn ist das Tor Nummer 22. So. Also, wie gesagt, ein Kontertor und diese Einzelleistung von Kobylanski, der hier und das ist der Ballverlust. Jetzt auf 2 zu 0 stellt. Einwurf. Langer Einwurf, jetzt wollen sie das Tempo anziehen. Ja, und der Konter. Schön aufgepasst. Die Chance auf den Konter. Ja, kriege ich den doch noch irgendwie durch? Ja, einmal, sie zweimal. Jetzt haben sie sich ein bisschen rausgespielt, die Heimmannschaft hier. Aber wieder der mit der Grätsche in den Konter unterbunden. Und jetzt macht Paderborn den Fehler. Ah, schade. Gut aufgepasst da hinten, gut abgegrätscht. Ja, durchaus hätte der auch mal gefährlich werden können. Wir haben noch 10 Minuten und dann ist es eine Pause. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ja, schön aufgepasst jetzt und der nächste. Ball. Also in Paderborn hat er so, was die Chancen betrifft, momentan noch nicht. Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier das erste Tor für Fürth. Der neue Spielstand damit 1:1. 39 Minuten sind gespielt. Danke vielmals. So, der Ball gewinnt. Hack, Tor. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine Überraschung. Und zwar richtig nachgesetzt, draufgegangen, immer wieder Druck, Druck, Druck. Und dann haben die Paderborner den Ball verloren und laufen genau in diesen Konter. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Es war übrigens Krüger, der da den Mann am langen Pfosten sitzt und der einfach kurz den Ball ins kurze Eck setzt. Nicht mit Kraft, sondern einfach Präzision. Ja, für den Keeper war da nichts zu halten, weil der genau als Aufsetzer kommt. Also 0-3. Und das mit seinem vierten Saisontor. Der trifft es auch schon. Das vierte Spiel habe ich hintereinander. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Nächster Ball verlost der Paderborner gegen Bella Corcia. Dann ist es immer Terodde. Der Ball gegen den Abwehrspieler durchgeht. Und da verhindert der Paderborner mit dem langen Fuß aus 0-4. Weil der hat gepasst, Frau Kobylanski. Ecke kommt ins Zentrum. Und das war Mustafi. Mit dem Ball. Den wurde er noch von der Linie gekritzt. Und dann ist Pause. 0-3 der Stand. Es hätte auch hier 0-4 stehen können zur Folge. Oben kann immer auch schon mal nach hinten losgehen. Aber was sie heute zeigen, ist schon klasse. So wird es Halbzeit ein. So, und damit geht es jetzt gleich weiter. Hier steht es kurz in der. Das sind die zwei Halbzeitstände. Fürth Hannover nur 1-1, genauso wie Osnabrück und Kiel. Und hier steht es 0-3. Und es geht jetzt mit der zweiten Halbzeit weiter. Mit der Führung im Rücken. Wir haben Anschuss. Geht's jetzt für Schalke in den zweiten Halbzeit. Und dann. Ja, gucken wir mal. Terodde. Und den, wie gesagt, wenn der kommen würde, wäre ich so happy, weil. Ja, wie gesagt, der weiß, wo Liga 2 einfach das Tor steht. Nicht nur hier in FIFA, natürlich auch in Wirklichkeit. Der hat gefühlt die letzten drei Saisons immer, immer mindestens 20 Tore gemacht, auch diese Saison. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 47 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Wenn du so ein Spiel, einen Spieler bezahlen kannst, der ablösefrei ist, sogar, glaube ich, Paderotte, der Vertrag läuft nämlich aus, dann wäre es durchaus machbar. Hack! Ah, das war ein bisschen schlecht gespielt. Ich wollte hätte das mit dem Rückraum spielen. Naja, jedenfalls gibt es aber eine Ecke. Ecke kommt in die auf Mitte. Mustafi. Robin Hack. Einmal angenommen. Und nichts Gefährliches. Draus geworden. Gleich gibt's eine Auswechslung. Aber der eben schon sowas von nachsetzt. Glück gehabt. Da war der Keeper mit dran. Also es geht hier quasi Schlag auf Schlag und weiter. Wo ist Joa mit der nächsten Links? Der Linksverteidiger. Und das ist nicht das 0-4. Durch Kobylanski. Nein, nein. Aber wieder dieses Nachsetzen, dieses Druck machen.
aber klar vergeben. Er kann so, Wechselball ist zu Paderborn. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Also hier spielt momentan nur eine Mannschaft und das ist klar, die Schalker mit Simon Terodde, der ein bisschen viel Platz hat. Okay, das sah dann gefährlicher aus, als es letztendlich Ecke kommt in war. 16er. Schöne Einsatz. Nächste Ecke. Bisschen Paderborner dran gewesen sein. Ja. Jetzt kommt die Ecke. Ah, schade. Nächste Ecke. Und man versucht natürlich Mustafi da vorne reinzubringen. So, nächster Wechsel der Gäste. Der Heimatstelle. Also hier, wie gesagt, hier muss ich sagen 4-5-0 stehen, aber irgendwie bisher noch kein Tor. Aber wie gesagt, Paderborn hat auch noch nicht wirklich die große Chance. Sebastian Basiliadis. Ja, versucht mal jetzt die Paderborner ein bisschen auszuspielen. Da ist die Hereingabe. Er passt und der Ball Verlust. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Oh, schöner Ball, der Rotte. Der Rotte, 4-0. Die Paderborner kommen überhaupt nicht in den Strafraum der Gegner. Weil sie sofort in den nächsten Konter rennen. Und dadurch jetzt hier 4-0, der Rotte. Hinspiel 3-7, jetzt Rückspiel 0-4. Die kriegen es gerade dicke drauf. Tor Nummer 28. Schafft er die 30? Also drei wahrscheinlich schon, wenn er nicht falls sich schwer verletzt. Ja, und wieder nur ein Ballverlust der Paderborner. Die passen nicht auf, die kommen nicht in den Konter. Aber ich weiß nicht, überhaupt nicht in den Spiel. Momentan noch nicht. Und deswegen ist das Ergebnis auch absolut in Ordnung von der Höhe her. Bei der Kotschaft, der räumt da momentan alles ab. Und jetzt gibt's mal den nächsten Ball da raus. Und wieder Robin Hack. Die Frage ist, Krüger, kommt er da überhaupt hin? Nö, kommt er nicht hin. Es gibt nämlich Ecke, weil da ein Verteidiger aufpasst. Und wir können mal eben kurz durchwechseln. So, das machen wir mal mit dem Doppelwechsel. Hätte sonst gefährlich werden können. Und dann passt es. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Krüger. Neu auf dem Feld. Die Nummer 20. Marco Terrazino. So, Ecke kommt. Komm, komm, komm. Rein damit. Ecke kommt. Und wieder nicht. Was? Diesmal wird die Ecke nicht gefährlich. Ja, der Keeper lässt den Ball sehr lange in der Hand. Es ist wirklich leise im Stadion. Ja, was willst du machen mit dem Spielstand? Hat bei den Fans Spuren hinterlassen. So, nächster Ball. Sie scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch. Das könnte die Gelegenheit sein. So, und der Konter. Glück für Paderborn. Dass der Keeper da auf der Hut ist. Also wie gesagt, das 0-4 ist ja eigentlich relativ schmeichelhaft. Für die Gäste. Für die Heimatschicht hier. Also hier muss es Minimum 0-4, 0-5 stehen. Wenn nicht sogar höher. Wir haben hier den Ballverlust. Für Fürth. Damit steht sie nun 3-2. Gespielt sind 83 Minuten. Dankeschön für diese Infos. So, Ball kommt. Der ist durch. Und wenn jetzt der Pass vernünftig kommt, der kommt leider nicht genau durch. Und der, ja, den kann er jetzt nicht direkt spielen. Den kann er nicht direkt spielen. Das macht er sehr gut. Der Ballverlust für die Paderborner da vorne in der Vorwärtsbewegung. Da kann sich der Verteidiger durchsetzen. Bujelab! Ja. Aber das 0-4 ist schmeichelhaft. Überzeugt.
So, und das Ding ist aus, hoch verdient und noch schmeichelhaft für den SC Paderborn. Schauen wir mal, wenn ich einen Gegner. Ja, wie gesagt, ich glaube, Chancen haben sie gar keine. Nicht ein Schuss, nicht ein. In Richtung gar nichts. Ich glaube, der Ronne war, glaube ich, heute ziemlich arbeitslos. Und wie gesagt, und das Ding ist noch relativ harmlos. Da war noch eine oder andere Chance dabei, wo wir noch höher stellen könnten. Oder. Höher stellen könnten, ja. Wie auch immer. Hey, hier haben wir noch. Ah, hier ist eine Paderborner Chance. Mit dem Ball hat er gar keine. Doch, einen hat er darauf gekriegt. Wollte sagen, so quasi, aber so. Ja, ein Schuss aufs Tor. Hatten sie 4 Schüsse, ein Schuss aufs Tor. Daher, wie gesagt, alles gut. So, dann kurz um die Zwischenstände her. 2:3 Hannover verliert gegen Fürth. Und unten habe ich jetzt gerade nicht so schnell gucken können. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. So, die Frage ist, wer ist jetzt der nächste Gegner? Ob das jetzt schon Atletico sein wird, darf, wird, keine Ahnung. Ja, wird auf jeden Fall wahrscheinlich immer noch einen Schritt mehr werden, weil da sind noch Teams wie Juve, da sind noch United drin und. Also es ist sicher, dass wir den Europa League gewinnen, wird es wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken. So, natürlich ist das Verdienst der Mannschaft hier. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Mit diesem Absolut kann man auch zufrieden sein. Das hat so funktioniert. Wenn wir das jetzt auch in den nächsten Spielen hinbekommen, können wir viel erreichen. Wir haben ja nur noch diese zwei Wettbewerbe, Liga und... Ne? So. Dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.